Willkommen auf dem Steuerportal. Damit Sie alle Funktionen des Steuerportals nutzen können, benötigen Sie ein Benutzerkonto. Dieses können Sie in wenigen Schritten einrichten. Auf der Startseite klicken Sie auf Registrieren. Geben Sie Name, Mailadresse und ein Passwort ein. Klicken Sie auf Registrieren. Per Mail erhalten Sie einen Link. Bestätigen Sie diesen. Als zusätzliches Sicherheitsmerkmal hinterlegen Sie nun Ihre Mobilnummer. Sie erhalten umgehend einen SMS-Code. Geben Sie den SMS-Code im vorgesehenen Feld ein. Speichern Sie Ihren Wiederherstellungscode an einem sicheren Ort ab. Sie benötigen diesen bei einem Wechsel Ihrer Handynummer. Jetzt ist Ihr Benutzerkonto erstellt. Damit Sie eine neue Steuererklärung erfassen können, benötigen Sie eine PID-Nummer und einen Identifikationscode. Diese Angaben finden Sie auf dem Aktivierungsschreiben zur Steuererklärung, welches Sie per Post erhalten. Das System führt Sie durch die Steuererklärung. Ihre Angaben werden immer automatisch gespeichert. Sie können jederzeit die Erfassung unterbrechen und zu einem späteren Zeitpunkt fortfahren. Klicken Sie dafür auf den Button Übersicht Steuererklärung. Auch alle nötigen Belege reichen Sie online ein. Klicken Sie dafür auf die Büroklammer oben links und folgen Sie den Anweisungen. Nach Kontrolle aller Angaben können Sie Ihre Steuererklärung online abschicken. Klicken Sie dafür auf den Button Überprüfen und Einreichen. Erst wenn Sie auf Steuererklärung einreichen klicken, erhält die Steuerverwaltung Ihre Steuererklärung. Vorher hat die Steuerverwaltung keine Möglichkeit, Ihre Angaben einzusehen. In Ihrem Benutzerkonto gibt es zusätzliche Funktionen. Um alle Funktionen nutzen zu können, müssen Sie Ihr Steuerportal aktivieren. Klicken Sie dafür auf Steuerkonto. Sie erhalten per Post innerhalb weniger Arbeitstage Ihren Aktivierungscode. Geben Sie diesen unter Steuerkonto ein. Jetzt ist Ihr Steuerportal aktiviert. Im Steuerkonto erhalten Sie einen Überblick über Ihre Steuerkonti. Unter Dokumente finden Sie alle relevanten Dokumente wie Steuererklärungen inklusive eingereichter Belege, Veranlagungsverfügungen, Rechnungen und Mahnungen. So haben Sie eine einfache Übersicht über Ihre bezahlten und noch offenen Steuerrechnungen. Falls Sie offene Rechnungen haben, können Sie über Ihr Konto einen Zahlungsplan vereinbaren. Ein Gesuch um Fristverlängerung können Sie ebenfalls über Ihr Konto eingeben. Geben Sie dafür die gewünschte Frist ein und klicken Sie auf den Button Frist verlängern. Wir stehen Ihnen zur Verfügung. Für technische Fragen 041 766 4063. Für steuerrechtliche Fragen 041 618 7127. Per E-Mail unter nw@etax.ch oder auf der Internetseite www.steuerportal.nw.ch.